wir sollen uns da verpissen. Acht Leute, meinte Blanc. Und das, okay, lass uns jetzt soll Eulich reagieren und das Foto machen. Warte. Dass das eskaliert. Ja, warte, lass mich kurz vier Leute noch zusammensuchen. Wir sind vier Leute hier. Du brauchst ja acht und dann schick mir einen Dispatch, wir kommen dahin, ja? Alles klar, treffen wir uns im Bündnisfunk? Ja, wir treffen uns im Bündnisfunk. Ich sag, ich such kurz raus, wer mitkommt, ja? Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Okay, ey, sag mir die besten Schützen, die gerade da sind. Nur vier Leute. Marek ist der. Nee, warte. Ach, komm jetzt einfach erstmal zum Anwesen und dort besprechen wir. Lass doch das Bild schnell machen, hä? Bruder, die brauchen jetzt. Die brauchen so Schäfe jetzt, die sind schon da. Ach, jetzt schon, okay. Ja. Ey, ich muss mal. Bruder, schon ready. Gibt Anwesen. Du musst halt markieren, ja, okay. Ab. Die wissen jetzt eh schon Bescheid. Wer hat das veranlasst mit den alles Gute zum 16? Boah, dieser Verbandskasten ist scheiße, fuck mich so ab, ne? Hallo? Fühl ich. Warum schlägst du mich auch zweimal? Das ist wieder so kacke für die Schießerei, du Vollidiot. Bruder, du hast mich gerade. Du hast gerade meine Mutter beleidigt. Natürlich schlage ich dich. Ja, aber die ist auch eine Schlampe. Nein, sag nochmal, komm. Sag. Ich schlage dich dann ab. Du kannst sie eh nicht von ihr schießen. Du machst du gar nicht mit. Kannst sie eh nicht schießen, Mama. Mama, Subchat rein. Sarah, danke dir für deine zwei Monate. Und danke. Mahmoud, du kannst das einschätzen. Ja. Die vier Besten, die gerade da sind, guck mal GPS. Jimmy, ja. Yeah. Marek. Justin und Digga, er ist irgendwo komplett rum. Ist Oleg gut? Oleg oder Big Oleg, Bang? Ja, Pepe. Nee, der ist nicht gut. Big Bang oder Oleg, einer von den beiden. Ich glaube, Big Bang ist gut. Mal schauen, wer von den beiden überhaupt Big Bang und Oleg. Oleg, Big Bang, seid ihr da? Ja, ich bin da. Okay. Wir schieben gerade mal das Auto verreckt. Sind. Okay, sagt, die sollen herkommen und Dings auch. Die anderen zwei auch. Nein, komm, wir. Komm mal zum Anwesen, bitte. Kai, danke dir für deine fünfte Stimme. Ja, willkommen. Hör mal kurz alle zu. Kussiger. Freddy, Marek, Big Bang, Oleg. Play better. Ihr vier kommt jetzt her. Abo-Falle D. Jo, wir kommen sofort. Und wieso mit Heli? Alle Bündnisfunk und wieso mit Heli? Okay. Ich pack schon mal los. Ich geh Bündnisfunk. Ja. Die Namen, die ich aufgezählt habe, alle in Bündnisfunk, ja? Die von gerade, die vier. Ey, Jimmy, bist du da? Jo, ich bin da. Ich mein dich. Komm du mal ans Anwesen. Ich meinte dich. Jo, eben das Auto am Reparieren, dann komm ich. Wie lange brauchst du? Wir haben Schießerei. Bündnisfunk. 30 Minuten. Da haben wir dich gerufen? Ja, Bündnisfunk. Ja, alright. Funk-Check. Check. Schießerei haben wir. Gegen Crips leicht. Wer bist du? Ah, dich haben wir auch gerufen. Ja, yeah, Bündnisfunk. Ja, yeah, ja. Yeah. Holt euch Schutzwesten alles, was ihr braucht. Bäh. Ich kann keinen Verbandskasten nutzen. Oh!
Man freut sich. Wie, ey, ich schwöre, Alter, als hätte ich Lotto gewonnen, Digga. Ja, Mann. Plus Superzahl. Ist halt wirklich so, aber. Da, Mann, die. Kommt schon mal Bündnisfunk, warte. Ja, bin ich. Ich bin kurz im Kopf, ja. Im Bereich von ja. euch, ob, wo der Schaft da hin ist. Wie ist wahr? Uwe, wir sollten ihn mitnehmen. Dosta. Uwe, komm mal lauf zur Garage zu uns. Schnell mal alle die. Jetzt los. Komm. Ja, Sosa ist nicht warte. Da. Warte. Isco, Rick und Big Bang, steigt da schon mal ein. Steigt da schon mal ein in die Medien. Rick, du fährst und Marek auch. Oh, alle im Bündnisfunk. Ey, Dings, rein, Uwe, Bruder, Uwe rein. Ja, geh rein, ich hol Uwe. Was war Bündnisfunk? 917? Ja, Bruder, was los? Ja, 917, jetzt geht alle da rein. Uwe, Sosa, Pepe und ich, kommt. Krieg. Okay. Krieg? Boah, was los? Ich muss dann equippen und so. Ja, dann muss. Was hast du? Was Mann, brauchst du? Mein anderer soll mitkommen. Hey, so. Und was soll ich da machen? Wir müssen eh auf Sosa jetzt warten, Bruder. Ja, Uwe soll schon mal mitkommen. Ja, dann geht ihr schon. Komm mit Uwe. Okay. Ey, ich hab ne Gusi, wenn ich aus Heli schieße, das wäre dumm. Go play. Go play your fucking Beyblade, shut up. Ich muss halt pushen. Oh. Wo ist Jimmy? Okay, Jimmy, Sosa, ich und Pepe oder Oleg. Wer von euch beiden? Alter, du hast keine Langwaffe, dann kommt Pepe. Welcher Postleitzahl? Ich hab Mahmoud, Sosa. Mahmoud GPS geschickt, hinkommen sollte. Steck schon mal ein, wir sind geladen, aber nicht mit Mahmoud. Wir sind geladen, nicht mit Mahmoud. Wir sind Mahmoud 9-3. Über die Brücke pushen. Jetzt nochmal, da ist nochmal ein Crips Outlet über der Tuning Garage, diese Brücke da von der Autobahn. Okay, Jungs, wir sind schon da. Also nochmal bitte an die OGs, kommt bitte zu der PD-Brücke am PD, weil ihr und meinem Kollegen über die Brücke pushen. Wir sind nur zu zweit hier, deswegen. Okay, willkommen zur PD-Brücke. Ja, da beim PD oder am Ende vom PD? Nee, am PD. 917 ist Bündnisfunk, ne? Jungs, ich bin anwesend und halte ja. Wache. Wenn was ist, durchfunken, ja? Ganz kurz, Funkstille bitte. Da kommen jetzt gerade Leute auf mich zu. Toast. Ich stehe ganz vorne. Was wollen die von dir? Das erfahre ich jeden Moment, wenn die bei mir angekommen sind am Auto. Geil. Direkt neben euch. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Wisst ihr, gegen wen geschossen wird? 18 Crips. Vorhin am Würfelpark habe ich die gesehen, da haben die auch schon auf Parkplatz rumgeschossen. Ja, sind weiß aber nicht gegen wen. Okay, wir sind da. Hallo, jo, wo sollen wir landen? Okay, Sosa? Ja, ich bin da. So wie das jetzt aussieht, ist mit denen nicht gut Kirschen essen. Wir werden die wahrscheinlich gleich direkt angreifen. Ja, danach. Das ist Musik in meinen Ohren, Mann. Ja. Ey, Mann. Wie viele seid ihr im Helikopter? Acht Leute. Ah, wir sind acht Leute insgesamt. Nein, im Helikopter, wie viele? Ja, viel, nochmal. Also zweimal vier. Da, okay. Toast, soll ich deinen Rücken decken? Ich habe mich hier gerade in so einer Einfahrt verschanzt. Die wahrscheinlich wollen die gerade hier. Hör mal zu, alle in die Helis und auf die Brücke runter. Warte, hör doch mal zuerst. Gerade bereden, wir kriegen da gleich Informationen. Anhand dessen, was da jetzt gesagt wird, entscheiden wir gleich unser Vorgehen.
Okay, darf ich kurz reden? Ich... Genau. Und zwar geht's darum, es ist jetzt gerade. Ey, warte, lass mich. Ey, was? Rick, komm mal zusammengeschlossen. Rick. Einzusteigen? Ebenfalls die Polizei und die okay. Bundeswehr gerufen. Jungs, ich kann also bei Fliegen nicht reden, ne? Ihr wisst. Ganz komisch. Und wollen zusammen den Schneider schützen. Ja, wegen Dingens. Ich kann nicht frei reden, also ohne dass ich, du weißt schon, was machen muss. Ich weiß. Du kannst auf den Knopf drücken beim Ja, alles gut. Ich höre nichts, Jungs. Jungs, Ruhe. Ich möchte nur, dass Post redet jetzt. Das bringt uns nichts. Drei Fraktionen. 18 Street Crips und Hass zusammen. Richtig, genau. Die stehen hier gerade alle drei vorne. Fuck off, ballert die alle weg. Ich bin dumm. Ich hab Gefällträger! Dann geht's jetzt. Ich hab. Einer nicht. Direkt Zugriff. Nein! Ey Jungs, wir sind so hoch im Field, das ist gar nicht schlau. Schaut das auf, ich komm mit Burger. Oben auf dem Dach 18197. Sitzt einer, steht ein. Da, ich versuche ihn zu pushen. Alte, schießen wir auch auf die Polizisten. Hey, warum sterbe ich? Gerade bei der Schießerei. Auf alles, gesagt, Isco. Okay, auf alles. Digga, ich hätte jetzt so Bock gehabt. Von hinten, Digga. Achtung, die haben uns umstellt, diese Wichser. Achtung, die haben uns umstellt, diese Wichser. Ja, der ist tot. Habt ihr den auf dem Dach? Habt ihr den auf dem Dach? Er ist safe tot. Da einer auf dem Dach tot, noch ein weiter auf dem oberen Dach. Ganz oben ist auch noch einer. 8-1-8-3 ist ein Hassler auf dem Dach. Der ist links. Da ist er drauf. Jungs, rechts von der Brücke. Beide auf dem Dach. Der ist links. Pass auf. Haben wir noch Jungs von der anderen Brücke auch. Digga, das ist Dings. Das ist ein Mate. Oh, mein Kartoffel-M tickt schon wieder. Geiles RP, bester Mann auf der Insel. 81,97 auf dem Dach. Ist doch sein Mate. Ich dachte, wir sind auf dem Dach. Achtung, Pol habe ich gesehen. Wie kann ich bei so einer Situation fettfingern, Digga? Haben wir noch Positionen von denen, die ich kein Bock mehr. 81, drei Leute auf dem Dach. Was bei mir? Bundeswehr kommt. Sich raushalten. Ja, ich hab keinen Bock mehr, ey. Warum öffnet er nicht den Fallschirm? Oh mein Gott, ich dachte, ich kann Fallschirm öffnen. Ach du Scheiße, ich dachte, ich wurde halt so Kreuzfeuer getroffen, ne? Ich konnte nicht anders. Polizei kommt auch, cool. Auf dem Weg. Zum Toast. Bundeswehr schießt auf uns. Und Polizei schießt auch. Ich hab gesagt, die sollen sich raushalten. Folgen mir sogar ohne Sinn. Shit zu. Shit zu. Erstmal Motorrad tanken. Ey, warum falle ich wieder raus, Digga? Ich hab einmal eine Schießerei, Digga!
1803. Ich war komplett open, also wer auch immer da gesagt hat, über die Blöcke, der ist dumm. Bruder Heisenberg, danke dir für deine 3000 Bits. Rick safe tot. Digga, was macht Rick da? Er wurde gerade hochgeholt. Jojo, ist der Polizist noch da, hallo? Ja, der ist bei der Garage. Danke dir, Heisenberg, für deine 4000 Bits, Bro. Kuss, Digga. Heilen, du musst mich heilen. Meine Waffen, ja, es wurde schon, Reports geschrieben. Das kann doch nicht angehen, Alter. 5 Fraktionen, was ist das für ein Power-RP? Auf der Brücke wird sehr viel geschossen. Ein Schutzweste, Jungs. Komm mit, komm mit. Komm mit, Jungs, komm mit, komm mit. Was für ein dreckiges Power-RP. Naja, Mahmoud liegt. Ich hab gesagt, ich hab heute keinen Bock zu schießen. Fuck. Rick ist noch auf Dings. Hallo? So schnell bin ich nicht. Ah, perfekt, danke dir. Danke dir, ciao, ciao. Ja. Hier ist die Lager dort. Hä? Jungs, RP-Pool war hier. Wir kriegen unser Heli und so alles zurück, weil wir durch Dings gestorben sind. Oha, den nehmen wir auch. Gar kein Problem. Beste Leben. Ich liebe dich, wir sehen uns. Tschüss. Ja, moin, die kriegen. RP-Pool gibt dann einfach Beste, was es gibt. Kann das sein? Wir nehmen den. Wie eine Star für deinen Drohnen. Digga, weil ich auch kein Fallschirm. Okay. Hallo. Ich lande. Hä? Wo ist Dings aber? Wo ist Uwe? Uwe ist verloren jetzt, egal, ich heiße auf dich. Noch im Crime, da hinten standen doch die, standen doch noch ein Poolwagen und einer von der BW. Da habe ich extra noch im Crime gesagt, dass sie sich da raushalten sollen. Digga, aber warum Fettfinger ich hier? Mahmoud liegt, nur noch Rick lebt, glaube ich, ne? Wir mussten Bruder, ich sag dir ehrlich, wir haben jetzt Vorteil. Die wissen nicht, dass wir das sind. Leute, die Sache einstellen. Du musst durchfunken, Digga. Wir sind mit einem blauen Heli. Zum Schneider. Okay. Ja, Schießerei einstellen, sagt der Bruder. Warum denn? Die Pol kann gerne auch landen, falls ihr Kontakt mit denen habt. Die haben ja auch mitgemacht. Ey. Ist bei Dings Epic-Polizei oder was? Bei Sparta? Der soll mich mal holen. Vielleicht dann nur einen Plan mit Stöpsel, aber Stöpsel sind dann scheiße so. Ich möchte euch da gerne mit voll einbeziehen. Ja. Okay, Waffenstillstand kurz. Ja, alle jetzt runter zum Schneider. Ich sag jetzt mal direkt, RP-Pool ist da. Es wäre einmal an. RP-Pool? Also alle, wo halt beteiligt RP-Pool waren. Die komplette Pool, wo beteiligt war, bitte einmal kommen. Ja, alle haben auch keine Fotografs und der Rest. Kommt vor die Schneiderei. Anscheinend will... ich habe irgendwie irgendwas falsch geschrieben in der Ankündigung. Nice. Ich habe gar keine Ankündigung bekommen. Das ja, auch nicht. Ich sage ja, ich habe einen Befehl falsch eingegeben. Achso. Was ist denn los? Catty, was mit den ganzen Toten? Sollen wir die herholen, oder? Ich will jetzt erstmal abwarten, was hier ist. Moin. Moin. Boah, ist das da voll. Moin. Ach, schon. Alles. Ist die ganze Stadt? Halbe Stadt ist hier, Alter. Eine Leuchtfackel wäre jetzt auch. Der mich schon kuscheln da richtig.
Gut, ja, also so nah brauchen wir uns jetzt alle nicht zusammenstellen. Stellt euch bitte mal von der Straße runter und die restlichen noch. Kenny, ich kann mal langsam die Toten von uns zusammensammeln. Ja, und bringt alle Toten, dass ich die reviven kann. Ey, das ist oben auf der Brücke leben halt die ja, liegen jede Menge. Hier liegen überall welche. Was ist denn passiert? Hey, die, weil die Bundeswehr uns so mitgeschossen hat, oder was? Ja, wir auch nicht. Warum? Bringen wollen. Ey, Rick? Ja? Bruder, aber wenn hier aufgelöst wird, dann wir ziehen mit dem Heli ab, ne? Ich kenn da nichts, Bruder. Ich zeig deiner, aber... Ey, Jungs, wer ist denn von euch aus dem Heli gefallen? F-Sosa! True! Oh Mann, F-Sosa! Soll ich den Typ aus dem Heli mal kurz herholen? Oh Mann. Der ist so gestorben. 5 gegen 2. Oh, ich gerammt. Ich war das. Oh, das hat so Spaß gemacht. Das war aus Versehen, ja, weil er kann den neuen Heli nicht. Ja, Mann. Ja! Komm, weißt du? Hatte das heute geplant? 2-1, 2-4. Ich hol kurz jemanden ran. Nee, 4-2, 4-1. Was geht ab, Jordan? Krass, wie viele Parteien hier am Start sind. Ja. Ey, ID 1612. Mahmut, du musst kurz warten, Bruder. Ja, Roat, dann Und weißt du was? Da musst du auch mal deine Subs einlösen, damit ich das so sage. Nein, RP-Polizei ist gerade beschäftigt. Komm, ey, Jordan, ich fick euch. Jungs. Jordan. Ja. Ja. Wo bist du? Mach mal kurz. Hier. Man. Ich will jetzt nicht. Alle Polizisten mal und Bewähler mal ihre Weste außen wieder anziehen, bitte. Warum? Ja, weil ihr bei mir alle weiß seid. Bist du Matthew? Ja. Ja, natürlich, wir sind eh grad Dingsfall. Du mal mitkommen. Ja, dann mach mal. Ja, warte, ich muss hier noch ein paar. Danke dir, Roa. Jetzt können wir uns. Jetzt sag ich ihm Bescheid. Warte, Philo, komm her. Philo, guck mal. Wenn wir noch drei Leute mitkommen, ich hab noch drei Leute. We need your fucking friends. What the fuck you boys? Ah. Oh, ne, kurz, weil ich dauere die, bis ich alle wieder belebe. Wer redet da? Katie? Oh, ihr Sosa los. Ich weiß, aber trotzdem klemmen wir das jetzt in der großen Runde. Hol mich hoch, Mann, hol mich hoch! Hol Sosa hoch. Sosa, warum lagst du so früh, Digga? Was ist los mit dir? Digga, er ist aus Heli rausgesprungen. Das wollte ich nicht, aber... Wie kann man so scheiße sein wie Sosa? Ja, oder? Deine Mutter. Ist in Ordnung, wir klemmen das jetzt hier. Lautze. Ey, Jungs. Sosa ist einfach aus Heli gesprungen, sag's euch, wie es ist. War eine Schlammparty. Das LAN-Party. Wir waren das LAN-Party. Erik! Ich hab ganz so. Irgendwas, ey. Ja? Alter, was ist hier los? Ja, um die Schießerei hier, mein Henker. Ich bin ja auch dort. Okay. Boah, halbe Stadt. Sieht ja stabil aus. Super Party. Da stirbst du, ne? Digga, einmal höre ich Schießerei, einmal mein Leben und ich fliege aus Helikopter. Ich raus, ja, oder? Wenn du schneller als 50 bist, dann fliegst du komplett auf den Boden. Boah, sagst du einmal dein Leben? Was steht drinnen, Road? Was? Einmal durch, sagst du einmal dein Leben, gestern war man durchschossen, Schwanz. Digga, er sagt Dings. Ein Schwanz von euch, er sagt. Ey, du hast nur zwei Leute von uns getötet und nur zwei Leute verlost. Nein, ja. Ey, wie? Acht Leute von euch geholt. Ja, war so, Digga, war so dumm, Schwur. War so dumm, Digga. Ja, aber weil ich hab ja nicht geschossen. Ja, aber ich meine, war generell dumm, Digga. Wir waren zwei Leute oder so. Ja. Der Platz waren zwei, drei Leute. Ja, so. 1, 6, 1, 2. Massives Kuschel. Achso, müssen wir Stöpsel reinmachen? Ja. Achso, wir müssen Stöpsel reinmachen. Ja, ich glaub, ich weiß schon. Also noch haben die nichts gesagt, ja. Aber keine Ahnung. Ich mach dich jetzt einmal. Ich muss die nicht. Haltet mal die Fressen im Funk, ihr Wichser! Ja, so ist das Zwei da, ja, alle. Da kommt die Mutter, ja, da kommt die Mutter. Da kommt die Mutter, ausmachen jetzt. Ab ins Bett. Moin Nino, danke dir für deine 10 Gefühle. So, den Hintergrund, warum 5 Fraktionen gegen 2 schießen. Was ist denn jetzt hier? Danke dir, Moin Nino. Hallo die Herren. Welche 5 Fraktionen? Ah, er schießt 18th Street, er schießt Crips, Sweet and Crips gegen Gramm und Ding. Ja, und hast du auch geballert? Digga, es kommt hier zu gar keinem Nenner, weil jeder hier redet. Jungs, bitte, wirklich. Lass einfach nur RP-Pool reden. Und der Schwanz mit seiner Mutter im Hintergrund, ich rasse gleich aus. Das geht auch für dich. Ey, Digga, die arme Mutter, geh mal nicht auf Mutter. Ja, ich schwöre, Digga. Müssen wir stöpseln? Ja, machen. Natürlich müssen wir stöpseln. Moin Nino, danke für deinen 10-Gift-Kurs. Also, jetzt immer noch bitte die Erklärung, warum jetzt auf einmal so viele Fraktionen gegen 2 schießen. Also, Polizei, Bundeswehr, lasse ich mir ja noch eingehen, dass die sich in eine Schießerei einmischen, aber Hustler, Crips und 18.
Sparta meinte nein. Ist guck mal, ob Sparta das Stöpsel hat. Ja, du kannst auch deine Waffe wegschieben. Du musst hier nicht mit einer gezogenen Waffe da stehen. Du musst hier nicht mit einer gezogenen Waffe vor mir stehen. Wir haben eigentlich nur eine Barrikade gemacht, in dem Sinne, dass die Schneider nicht weiter abgezogen werden. Die Organisatoren stehen tatsächlich auf der anderen Straßenseite. Die können es dir erklären. Organisatoren? Wen meinst du jetzt damit? Stehen auf der anderen Straßenseite. Ja, wer ist denn das? Das Oktogramm meint er, glaube ich. Oder nein. Nein, wer alles das geplant hat. Achso, geplant hat das keiner. Mann, wer hat deine Mutter? Mach mal bitte Mute jetzt hier. Also, wenn deine Mutter sagt, du musst ausmachen, dann darfst du natürlich gehen. Mach komisch. Ey, ganz kurz bitte an jeden, der nichts sagt, einfach muten bitte, ja? Das macht's alles einfacher hier. Einfach muten. So wie ich die Situation mitbekommen habe, heute Morgen war das eine Organisation von den Hustlern, weil Artesh zu den Schneidern gegangen ist, aufgrund Sicherheit für die Schneider, Schutzgeld, aber zu den Schneidern gesagt hat, wenn ihr nicht bezahlt, müsst ihr den Job verlassen. Das wurde heute mit Artesh-Leuten schon geklärt in einem Supportfall, weil die können niemanden dazu zwingen, dass sie den Job nicht mehr ausführen, nur weil die das Schutzgeld nicht zahlen. Ja, Deutsch Araf. Da gibt es andere Wege, dass man sowas löst. aber was war jetzt der Hauptauslöser für die Schießerei hier? Artesh hat angefangen, gemeinsam agieren. Also ich kann sagen, was ich habe dann mit den drei Leuten da vorne geredet, ich habe extra nochmal gefragt, also sind jetzt wirklich drei Familien da, Hustler, Crips und ATs meinten die ja. Und dann habe ich das durchgefunkt. Toast sagte ja, dann das geht ja eigentlich gar nicht, aber wir müssen jetzt hier weitermachen. Es wird gefeuert. Okay. So, und dann kamen BW und Polizei auch noch. Ach so, und die sagten noch, BW und Polizei haben die auch noch dazu gerufen. Die kamen schon bevor überhaupt geballert wurde. Da waren die schon da. Okay. Nee. Freddy, Die Bundeswehr ist zu einem Tankstellen-Dingsmus hier raubgefahren. Wir sind an den an den Artesh-Autos vorbei zur Tankstelle nach da oben hingefahren und auf dem Rückweg habe ich angeordnet, dass wir hier vorbeischauen, weil wir hier eine Meldung bekommen haben, dass die Bundeswehr mal kurz Präsenz zeigen soll. So, und bei dem Ankommen hier wurde hier schon massiv geschossen. Daraufhin sind wir über die Brücke gefahren und wollten hier nur noch weg, weil es danach aussieht nach einer Gangangelegenheit. Aber wenn die Bundeswehr dann von allen Seiten beschossen wird, obwohl sie einfach nur noch über die Brücke fährt und sich hier raushalten will, dann mischt sich die Bundeswehr natürlich mit ein. Punkt, Ende aus. Go play, gut. Go play your fucking dann haben wir die Bundeswehr-Sache geklärt. Gut, und ja, das gleiche halt auch bei der Pol, ne? Also, ja, wir waren aber die Pol kam ja hier an von der PD-Seite und hat da eine Mauer gezogen. Rotes Dank für den 2 Monate. Ich glaube nicht, dass wir uns da rechtfertigen müssen, wenn hier in der Stadt geschossen wird. Nö, dafür muss sich die Pol nicht rechtfertigen. Okay. Ja. Das ist tatsächlich die Pol nicht immer bei Gangs. Dann ist ja jetzt nur noch die Frage, warum drei Gangs gegen zwei. Ja, aber dann müsst ihr das in der Stadt raushalten. Hol den mal hoch auch, bitte. Oh, der ist auch noch hoch. Mach ich. Naja, wir können ja nicht den Schneider aus der Stadt rausziehen, oder? Eine Frage. Ja, aber wenn hier irgendjemand in Gefahr ist an Zivilisten, da können wir uns doch nicht raushalten, Jungs. Das ist ja Schwachsinn. Ja, das ist alles in Ordnung. Es geht nur jetzt darum, warum 3 gegen 2 agieren. 3 Gangs gegen 2. Ihr habt ja begonnen zu schießen. Ich hatte den Eindruck, dass hier jeder gegen jeden schießt. So, by the way. Nee. Es war ja gezielt Hustler, Crips und 18 gegen 2. Nee, Hustler haben mich auch ziemlich gut angeschossen. Ja, gezielt haben die Hustler auf mich, Digi. Ja, ich stand vor 3 Familien und hab gefragt, ihr drei seid jetzt wirklich hier, um die Schneider zu beschützen. Haben die gesagt, ja, Hustler hat sich auch mit uns zusammengeschlossen. Was haben die OGs hier gemacht? Die sind OGs sind Bündnis mit uns. Ja, ah, okay, alles klar. Mit Artesh. Okay. Naja, dann hätte ich auch eine Frage, wenn ihr irgendwie gesagt habt, dass Crips und Hustlers auch gegen sich geschossen haben, was habt ihr dann zusammen oben auf dem Dach gemacht? Ja, ihr wart zusammen auf dem Dach. Gute Frage. Und die nächste Frage, die ich gerne stellen würde, wie viele seid ihr denn? Alle zusammen, genau. Crips, 18 und Hustler. Crips, 18 und Hustler, wie viel seid ihr gemeinsam? Gemeinsam, keine Ahnung. Oder halb Deutschland. Keine Ahnung, oder? Ja, es ist völlig egal, wenn man so hin oder her ist. Das sind 3 Faktoren. Sind 3 Familien. Das ist ja sowieso schon fail. Ja, das ist also, Problem. Also, brauchen gar nicht zu diskutieren, ob die 25 sehen oder mehr oder weniger. Scheißegal. Das stimmt. Ganz kurz, warum sind überhaupt die Hustler dazugekommen? Das haben wir uns auch. Wir wurden dazu gerufen. Von wem denn?
Von den Schneidern. Ich kann dir das nur sagen über... Ich müsste ihn kurz hören. Die Crips, ja, doch, die 18 mit Sparta. Crips und 18 haben nie die Hustler dazu gerufen oder irgendwas. Darf ich kurz was sagen? Hättet sie dann wegschicken müssen. Hallo, der Burger wollte dir kurz was sagen. Ich glaube, es bringt, ich sage ehrlich, es bringt, glaube ich, nichts, wenn wir hier reden und die da drüben reden. Die müssten eigentlich auch hier sein. Weil warum, da. Weil da, sonst kommen wir nirgends hin, ne? Ja, lass dich mal da drüben weg. Also, das ist, mit denen kläre ich das noch. Aber da drüben steht auch noch wer hinter mir. Ey, Jungs, ich habe eine Frage. Wer wollte jetzt Schutzgeld von den Schneidern? Artisch. Eine Frage. Wie dreist seid ihr, Alter? Wollt Schutzgeld von den Schneidern? Bruder, seit wann? Aber richtig NRW-Filme hier, ich merke schon. Wir brauchen auch unser Geld. Jungs, ich breche ab. Es gibt halt leider keine Shisha-Pass hier, Digga. Schneider, zitter mich. Eine Sache, Leute, bitte. Und zwar die 18s und die Crips schützen schon den Schneider. Wieso dann noch die Hasser? Das check ich nicht. Genau, das ist auch gut. Es schützt jede Gang in der Stadt, Obi, schützt okay. Die Schneider. Jede Gang. Gang. Ja, dann aber die wenn die 18th Street von einem schwarzen Fahrzeug verfolgt wird und ich rufe die Hasler an, könnt ihr bitte vorbeikommen und schauen, was hier los ist? Hier wird wirklich gleich geschossen. Dann kommen die Hasler hierher. Naja, aber das bemerkst du doch selbst. Trotzdem, wenn ihr Hassler hier ankommt und ihr seht schon zwei Farben hier. Ich bin Schneider. Ja, selbst wenn die Hassler hierher kommen und dann sehen die schon zwei Farben, dann müssen die Hassler eigenständig ans Regelwerk denken, einfach abdrehen. Nein, ist euer Problem, wenn ihr beginnt zu schießen auf uns. Nein, ist euer Problem. Nein, ist es nicht. Ihr dürft die Warnung. Ja, ihr wusstet, dass ihr alle Gefahren steht. Ihr wusstet, dass alle Gefahr besteht. Ja, das war die Anweisung von Tod. Ihr wusstet, dass alle Gefahr besteht, dass wir kommen. Für euch, weil es euch der Fitner gibt. Und dann haben die Hustler dafür zu sorgen, dass sie nicht herkommen. In der Regel besteht aus drin, dass man nicht dafür irgendwie schnelle Bündnisse machen darf. Und es war ein schnelles Bündnis. Wir haben kein Bündnis. Es mag kein Bündnis. Ja, es ist Crips 18 und Hustler. Was war das denn sonst? Ihr seid zu dritt zu mir nach vorne gekommen, habt euch zu dritt vor mir aufgestellt. Jungs, drei Familien. Pol fährt. Wir haben das geklärt. Los, wir fahren. Pol, alles klar. Ciao. Wir sehen uns. Kurze Beleidigung im Supportgespräch aber auch unnötig sind. Wo bist du, Kelly? So, kann ich bitte auch mal was dazu sagen? Ich würde auch nochmal wieder Sosa. Gib ihm eine Sosa, gib ihm. Wenn das für euch kein erst geplantes Bündnis war, wie wollt ihr mir denn erklären, dass schon ein paar Leute von euch mit Waffen sich in den Boden gelegt haben, um schon mal von Anfang an zu sagen? Also, ich höre gerade gar nichts, nur dass ihr wisst. Ich höre nichts, was du. Na, das wäre auch meine Frage. Ich behebe das Problem kurz. Nochmal. Also ich habe eine große Frage, und zwar Artisch kam hier an und meinte, ja, das Gespräch kam ja schon und wurde gesucht, und da wurde ja schon gesagt, dass hier drei Fraktionen stehen. Fresse! Wir haben angefangen zu schießen. Artisch hat geschossen, ja. Alle Schnauze im Funk. Ihr wusstet ja, dass hier drei Fraktionen stehen. Fragt mal Toast. Und zweitens, nur weil hier drei Fraktionen stehen, rechtfertigt das nicht, dass wir nicht angreifen dürfen. Im Endeffekt sind ihr die Leute, die hier zu. Nein, jetzt wartet mal. Wir müssen unser RP weiterführen. Im Endeffekt müssen wir unser RP weiterführen. Und nur weil ihr der Meinung seid, hier schnelle Bündnisse und Regelverbrüche und so ein Shit zu machen, heißt nicht, dass wir unser RP zu stoppen haben. Ja, natürlich, aber das Problem ist. Also, was waren denn diese RP hinter bei den Schneidern, die wollen Schutzgeld haben, dass sie nicht überfallen. Nein, ich leg mir gar nichts, wie es drauf ist. Das steht im Regelwerk. Also, jetzt das Regelwerk. Wir sind hierher gefahren, weil Toast... Der Hintergrund von den Artisch war, genau, Schutzgeld Toast von Schneider. Wollte Schutzgeld hier erpressen. Die sagen, das war Zufall. Und die sahen auch zusammen auf Dächern, also Hustler, Crips und 80s. Das war kein Zufall. Hat sich schon vorher verteilt zusammen. Hat einer mal einen Shaker von euch? Ja. Dem. Weil man muss ja überlegen, ja? Das sind weit über 100 Leute, die gegen uns geballert haben. Ja. Das war unmöglich. Hast du bekommen? Danke dir. Die habe ich sofort wieder. Boah, ich hatte so Bock auf die Schießerei. Ich habe gefettfingert. Und dann? Gefallen. Als ob. Ach, du bist der, über den sich alle lustig machen da vorne. Die fragen alle, wer ist denn aus dem Heli gesprungen? Und ich dachte, wer war das? Na, Digga, ich hab so verkackt, Alter. Ich hab mich so gefreut, ne? Ich dachte, endlich Action rein da.
Ja, deswegen habe ich dich extra an angerufen. Ich hatte versucht, erst Olaf anzurufen, der war nicht da, Flipflop Pfosten war auch nicht da. Ich habe auch alle, aber wieso redest du mit deiner Dingsstimme, Stimme? Keine Ahnung. Ja, das legt sich bei ihm schon ins Ohr, zäh. Das ist Gewohnheit. Boah, das explodiert jetzt die ganze Zeit, ne? Kriegen wir richtig Kopfschmerzen hier. Ne, jetzt nicht mehr. Ah, perfekt. Junge, 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 Junge. Wir sind eindeutig zu stark. Man muss uns mit 100 Leute bekämpfen. Nee. Ich hab gestern Abend so um 2 Uhr haben wir gegen die Dicks geballert. Gegen die Blatz. Ja. Ja, bin ja mal gespannt. Schade, dass ich hier befangen bin. Das Ding ist, wie könnte es jetzt ausgehen? Könnte das einen Restart geben oder ist es ganz, wird sowas aufgelöst? Digga, Restart ist immer wack. Weißt du warum? Warum? Weil die alle Bescheid wissen. Na ja, weil die Bescheid wissen und weil die dann auf einmal die besten Positionen der Welt haben, weißt du? Ja. Das ist bei der Pool auch so. Du resettest was, vorher waren 2 Polizisten da. Auf einmal sind, hatte ich letztens 20. auch, auf der Brücke sind noch welche. Auf Maze Tower einer mit Revolver, der das beste Aim der Welt hat. Auf einmal perfekt verteilt. Hm. Naja. Schade. Sparta, eine Frage. Heute kam die RP-Pool zu mir und meint, das ist eigentlich Power-RP, was wir machen mit dem Schutzgeld erpressen. Ja, die haben Scheiße gelabert. Da frage ich die nachher, ob sie das falsch verstanden haben. Was ist daran, Power-RP Schutzgeld zu erpressen? Genau, ich habe ihm gesagt... Entweder geben sie uns das Schutzgeld, dafür sorgen wir dafür, dass sie nicht als Geiseln genommen werden. Wenn sie es nicht möchten, müssen sie sich doch nicht wundern, wenn sie dann hops genommen werden. Ja, weil wir gesagt haben, ihr müsst euch sonst einen anderen Job suchen und nicht den Schneiderjob. Es gibt genug Jobs auf der Insel, haben wir gesagt. Ja gut, ist ja auch kein Power-RP, dann sollen sie einen anderen Job machen. Genau, und er meinte, ja, das ist Power-RP, weil der Schneiderjob gibt das meiste Geld und wir können die nicht zwingen, den Schneiderjob aufzuhören dann. Zu kündigen. Was ist das für Power-RP? Da hat er als Beispiel genannt, ich kann ja jetzt auch nicht hier ihn sagen, ja, entweder du gibst mir jetzt Geld oder du fliegst aus Artisch. Dann habe ich gesagt, das ist ein dummes Beispiel. Dann hat er gesagt, ja, ich bin RP-Pool, bla bla, ich weiß das. Dann habe ich gesagt, okay. Welche RP-Pool war das? Das könnte ich dir anhand eines Clips sagen. War das der, wo vorhin da war? Wo gerade eben so gemacht ich weiß hat. Nicht, ob der das ist, aber ich habe ihn auf jeden Fall die ersten 20 Sekunden nicht gestummt gehabt. Schick mir den im Discord. Ja, mach ich. Ich werde mal zu ihm fragen, ob er da irgendwas falsch verstanden hat. Digga, guck doch mal, wie viele es sind. Safe über 25. Ja, Notch war das der Name, safe, war der Supporter, der. Und ich will nicht wissen, wie viele jetzt bei der RP-Pool noch schnell stiften dann gegangen Ketty. Sind. Zumal du musst dir jetzt noch vorstellen, zu dem Haufen kommt jetzt noch die komplette Pool und Bundeswehr noch dazu, ne? Oder ich hab keine Ahnung. Sparta, hast du die Clips gesehen, die ich dir geschickt hab? Nee, hab ich noch nicht, aber du hast es mir gesagt. Ist das eine offene Runde immer noch? Wegen der Situation gerade? Ja, RP-Pool ist die ganze Zeit schon. Eine RP-Pool-Situation ist die einzige Situation, wo du OSC reden darfst. Ja, klar. Muss ich eigentlich stempeln? Warte. Nein, gerade. Ich wollte halt nochmal sicher gehen, ich wollte nochmal fragen, ob das noch eine Support-Situation ist. Ja, solange RP-Pool noch sich da Überblick verschafft, bla bla, noch Palaver schiebt, ist solange RP-Pool da ist, immer eine OOC-Situation. Achso, ich hatte heute einen Stream-Sniper, der versucht hat, uns zweimal zu killen. Aber wir haben einen Dings geschrieben, Report, aber ist niemand gekommen. Ja, kann sein, dass die gerade was zu tun hatten. Agatha ist am Krankenhaus aufgewacht. Aber wollen wir RP-Pool ist ein bisschen schwieriger. Sparta, wollen sie überhaupt auf Krampf dieses Schutzgeld erpressen? Ich meine, sind wir mal ehrlich, so viel Geld bringt es jetzt für eine Frack nicht. Digga, ist doch einfach RP. Das ist aber eine RP-technisch, aber das ist eine Beschäftigung, Bro. Alleine den Hass von allen Zivis zu holen. Wir wollen. Uns geht es auch nicht um das Geld. Uns geht es einfach um die RP-Situation dann. Du kommst zu meinem Café? Ja, aber ist das RP für die Zivilisten so? Ja, natürlich, die stehen den ganzen Tag AFK an dem Ding da rum. Wir kommen rein und machen RP mit denen. 5 Minuten mit uns, müssen Überweisungen rausschallern und danach... Warte, es geht da weiter. Danach versuchen die sich Schutz bei den Crips zu holen, bei den 80s, die telefonieren rum. Es ist nicht nur diese 5 Minuten, sondern weiter. Im Moment, wir erpressen Schutzgeld und danach versuchen die sich bei anderen Leuten Schutz zu holen. Ja, real talk. Ja, komm. Also das Ding ist halt auf unseren RP-Strang heute, ich war ja dabei, wo mit den Artisch-Jungs, wo wir halt dieses Schutzgeld erpressen wollten. Und die sind halt wirklich null auf das RP richtig eingegangen. Ja, die haben keine die Angst haben weder um ihr Leben gehabt. Wirklich geschützt, die hatten keine Angst um ihr Leben, obwohl wir bewaffnet waren und es ernst gemeint hatten. Ich habe halt das Gefühl, es gibt manche RP-Sachen, die kann man einfach nicht
Achso, redet hier? Ja, er redet gar nicht. Du glaubst gar nicht, wie viele RP-Situationen du geil machen kannst. Du kannst alles RPen. Du kannst alles RPen. Du musst halt nur, wenn du RP machst, auch an die Gegenpartei denken. Du glaub mir, ich mache extrem viel RP mit meinen Jungs. Wir klauen sie und so, aber. Du darfst halt nie so an deine eigene Nase denken und du musst halt auch immer gucken, dass du halt nie powerst. Und das, was hier gerade gemacht wurde, wurde gepowert. Danke. Ah, wir haben gerade so einen richtig geilen. Stimmt es, dass gesagt wurde in deinem Funk? Ja, nur auf Arte. Mein Chat eskaliert. Deswegen bin ich hier, geht gar nicht. Was hier unterstellt wird, ist falsch. Ich habe meinen Jungs gesagt, wir rücken ab und die Bundeswehr hat darauf gepocht, dass wir hier bleiben. Weil wir sind hier angekommen. Ich war im Heli als erstes hier. Ich habe gesagt, ey, hier ist der dritte Weltkrieg. Wir rücken ab, wir fahren hier nicht an, das ist Selbstmord. Und die Bundeswehr hat gesagt, nein, wir fahren da rein. Ich habe einen Anruf gekriegt, wir schießen auf Artisch. Das ist doch auch cringe, Digga. Also jedes Mal werden solche Situationen dadurch beendet. Ich kann euch nur sagen, rein theoretisch, RP-technisch gesehen, finde ich das in Ordnung, dass sie hier reinfahren, weil hier Zivilisten in Gefahr sind. Ich kann euch aber nur sagen, dass die Polen nicht anrücken wollte, weil es zu gefährlich war. Also auch da, ich bitte euch und auch an die Zuschauer, die es hier gar nicht verstehen, was das bedeutet, ihr müsst euch, wenn ihr euch informiert, komplett informieren und nicht nur auf einen Clip basiert. Weil die klippen immer so, dass es kacke aussieht für alle. Also die aber ganze Bro, man Situation... Man hört in dem Polizeifunk nur auf Arte schießen. Das Bundeswehr hört man halt hat einfach. Gefunkt. Bundeswehr hat gefunkt, das waren wir nicht. Ja, das war die Bundeswehr, die bei uns im Punkt war. Ja, aber ja, nein, das ist so schlecht. Moment mal. Die Bundeswehr, du bist doch Polizeirat. Ja. So, seit wann lässt sich denn die Polizei von der Bundeswehr kommandieren? Nee, wir haben zusammen agiert und ich habe gesagt, ey, wenn ihr hier unbedingt eingreifen wollt, wir unterstützen euch, so wie ihr uns immer unterstützt, dann übernimmt ihr aber auch das Kommando und dann hat er die Kommandos gegeben. Aber habt ihr dann auch nur auf Artisch geschossen? Ich habe auf gar keinen geschossen, weil ich überhaupt keinen gesehen habe, also oder zu viele gesehen habe. Und was mit den anderen? Ich weiß es nicht. Auf uns wurde auch geschossen. Also ich weiß es nicht. Ich hab tatsächlich einen Schuss gemacht, der war auf Hasser. Einen einzigen Schuss habe ich gemacht. Das war hier, der ist über die Autos gesprungen. Sonst habe ich nicht geschossen. Hey, Mann, Alter. Es ist aber auch irgendwie jedes Mal das Gleiche. Also selbst wenn du irgendwie Raubüberfälle machst oder so, es ist immer Bundeswehr, Polizei kommt dahin. Ja. Dann hast du ja, eine riesige ja Masse. Bundeswehr und Polizei? Ja, guck mal, nee, das Ding ist, dass die müssen ja als Staat zusammen agieren, damit die mehr Männer sind. Bro, wenn jede Fraktion das so easy peasy hat. Nee, das würde ich nicht. Also ich unterstütze nicht, dass wir als Bad Frax das irgendwie easy peasy machen können. Das nicht. Ja, das ist ja für jeden sehr schwer. Und das muss ja auch wenn nur die Polizei sein, kommt, dann ist es als kannst du nur allein, also können fünf Zivis die kompletten Polizei. Ich habe das Problem ist, ich habe im Crime noch geschrieben, dass Pol und BW sich zu verpissen haben. Ja, das Ding ist Toast, da muss ich dir ehrlich sagen, ne? Sparta, muss ich dir ehrlich sagen, wenn, ob ihr das schreibt oder. Also, ich empfinde das so, wenn ihr das anders wollt, müsst ihr mir das sagen. Wenn ihr das da reinschreibt oder nicht, spielt keine Rolle, wenn Zivilisten bedroht werden. Also rein theoretisch, ich sehe, mir ist das scheißegal, was da drin steht, wenn hier irgendjemand bedroht wird, der Zivilist ist. Weil als Pol und als BW ist es meine Aufgabe, dazu agieren. Anders ist es halt, weil es Lebensgefahr war. Ich hätte mich einfach nicht eingemischt, weil es zu viel war. Aber grundsätzlich ist der Chat mir dann egal. Ist falsch. Kann ich was sagen? Und zwar gerade meinte die Bundeswehr, dass sie nicht wegen den Zivilisten angegriffen haben, weil sie selber weil wir so gesagt auf die geschossen haben. Deswegen haben sie wohl uns absolut angegriffen. Absolut Schwachsinn. Also ich habe VODs, Clips, die das am Gegenteil beweisen. Die haben gesagt, wir gehen da rein. Ich wurde angerufen. Wir gehen da definitiv rein. Das war der Funkspruch von der BW. Ich habe gerade auch den Clip von dir angeguckt, Al. Da wird gesagt, hier, die Pol soll sich dazugesellen, wir schießen nur auf Artisch. Ja, das war aber haben sie gesagt? Bundeswehr, hat er ja mehrmals gesagt. Ja, habe ich jetzt mehrfach gesagt. Also das ist legit, Letztendlich, wir rufen die dazu, wenn wir Theater haben und die rufen uns dazu, wenn die Theater haben. Und wenn ich, du musst dir dann alle Clips zeigen lassen. Ich sag auch mehrfach, Jungs, das ist Selbstmord. Und die haben gesagt, agiert jetzt mit, wir agieren auch immer mit. Und da habe ich gesagt, okay, dann agieren wir mit. Genau so war das. Guckt euch die Stellen an. Das geht ja nicht lange, 2 Minuten oder so. Guckt euch das an.
Oh, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig, da jetzt eine goldene Mitte zu finden, wo alle mit zufrieden sind. Also am Ende des Tages wird eine Partei auf jeden Fall abgefuckt sein, wenn hier eine Entscheidung getroffen wird. Fakt ist, also was Pol und BW angeht, man sollte nicht agieren, weil es zu viel war, aber man kann agieren, weil Zivilisten in Gefahr sind. Also, das war auch in der Nähe von PD, ne, muss man auch sagen. Aber dann brauche ich ja nur zu jeder Schießerei einfach hingehen, euch einen Fake-Dispatch schicken, sind Zivilisten in Gefahr, dann rückt der permanent Pol und Bundeswehr an. Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo das ist. Ne? Wenn es in der Stadt ist, ja, okay. Wenn es außerhalb der Stadt ist, dann muss man nochmal differenzieren. Ey, okay, da ist vielleicht ein Zivilist in Gefahr und da schießen 1000 Mann. Wir gehen auf keinen Fall runter. Hier, ich sag dir ehrlich, ich wäre hier auch nicht runtergegangen. Wirklich nicht. Aber letztendlich kann ich es auch verstehen, trotzdem. Ne? Wenn er sagt, hier sind viele Zivilisten, wir gehen da rein, Schneider ist gut besucht, wir gehen da rein. Verstehe ich. Ne, kann ich nachvollziehen, also RP-technisch gesehen. Trotzdem war es für mich Selbstmord. Ja, aber es wird doch OC-Chat. Ihr seid ein Schwarzer geschrieben. Nicht teilnehmen. So. Was ist ein Crime-Chat? Das ist kein OC-Chat. Nein, das ist ein Crime-Chat, das ist IC. Ja, das ist da, okay. Dass die Leute vom Weit quasi das mitkriegen. Achso, verstehe, okay. Das ist da, was das reicht ist. Ich habe eine Frage. Ja, weil im Endeffekt war es ja schon. Sorry, Rick. Es war ja schon im Endeffekt Power RP, ja, dass Hustlers, 18th Street und Crips zusammen gegen OGs und Attisch geballert haben. Weil es eine Frag zu viel. Laguse, danke für ja, klar, safe, Zimmer. Aber ich kann ja nur für uns reden, ne? Also, vor allem die Anzahl. Die werden ja auch safe über 25 Leute gewesen sein. Ich finde, um dafür eine Lösung zu finden, wir können jetzt alle unsere Sichten miteinander teilen, ist ja alles schön und gut. Wir müssen irgendwie eine Lösung dafür finden, dass halt, wenn so eine Schießerei, wenn es dazu kommt, wenn es zu solchen Schießereien kommt, wo Fraktionen miteinander irgendwelche Diskrepanzen haben, dass man da sagt, okay, Pol und Bundeswehr darf erst ab einem bestimmten Zeitpunkt anrücken, um die Sicherheit der Zivilisten zu gewährleisten. Weil das ist einfach viel zu schwierig zu kommunizieren. Weil wir kommen jedes Mal, seitdem ich ja auch in dieser Stadt bin, es kommt jedes Mal dazu, dass am Ende innerhalb von 5 Minuten irgendwie Pol und Bundeswehr noch dazu kommt, irgendwie auch als Dritt- oder Viertpartei, die natürlich ihre Aufgabe im RP nachgehen, wie er schon gesagt hat, wir müssen Zivilisten retten, die in Gefahr sind. Aber wir haben auch gleichzeitig das Problem, dass ihr möglicherweise auch Fake-Informationen bekommt, über ein Dispatch oder so, dass angeblich Zivilisten hier in Gefahr sind. Also ey, Dispatch, sag ich dir ganz ehrlich, juckt uns nicht. Uns juckt die Lage dieser Schießerei. Ja. Ey, glaubt es mir, wenn ich eins probiere, dann ist es, die Cops aus jeder Schießerei rauszuhalten oder versuchen, so friedlich wie möglich zu lösen. Die Bündnisse müssen weg. Ja, safe. Ja, das ist zu viel. Bin ich auch ganz dafür. Rick, was? Komm mal her, du wirst das gefragt. Könnt ihr bitte damit drüber gehen, weil wir drehen uns da drüben im Kreis und die wollen jetzt gern wissen, Mike, warum du als Toast gesagt hast, okay, dann schießen wir. Sonst hat das da drüben null Sinn. Ich möchte jetzt einfach nur den Hintergrund verstehen. Hä? Ich möchte den Hintergrund verstehen, erstmal, warum sie Power-RP betreiben, um RP zu machen. Inwiefern Power-RP? Rick. Weil die da stehen und... Willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Nee. Wir drehen uns da drüben im Kreis. Ja, kannst deswegen. Du halt nennen, weil die jetzt zu dritt da stehen. Drei Fraktionen siehst du. Genau. Da stehen ATC, da stehen Crips und da stehen Hustlers. Und? Genau. Wir sind Artisch und OGs. Positiv, ja. So, heißt, drei Fraktionen gegen zwei Fraktionen ist Power-RP. Dürfen sie nicht machen, ist ein Regelbruch. Ja, sie kommen zu mir an. Sie kommen mit mir an. Also sie kommen zu mir an und sagen, pass auf, wir wollen RP machen. Mhm. Brechen aber dadurch eine Regel. Mhm. Drei Fraktionen dürfen nicht zusammen agieren. Ja, ist mir klar. Die drehen sich's aber gerade so hin, dass die nur auf die Verteidigungsposition aus waren, zum Verteidigen. Digga, die waren auch. Aber ist doch scheißegal. Für die soll es nicht. Die waren auch mehr als 25, aber es geht trotzdem nicht. Dann darf ich ja, wenn mein Anwesen angegriffen wird, das Kali-Kartell Lost Bloods noch dahin zu holen, weil wir verteidigen. Was ist das denn für eine Aussage? Nee, davon eigentlich nicht. Ja, siehst du? Die haben wir mit einer Gefahr gerichtet, deswegen haben sie extra aber eine Fraktion geholt. Ja, so, das ging alles von den Schneidern angeblich aus. Und sie sagten zu mir sogar noch, sie wollten mit uns reden. Sie waren aber diejenigen, die sich wie die Ameisen hier verteilt haben und weil sie, woher sie auch immer wussten, dass wir in einen Angriff eventuell starten, woher sie das auch immer wussten, haben sie sogar noch die Hustlers mit ins Boot geholt. Ja gut, die Hustlers sind da wegen den Schneidern, weil die Schneider bei den Hustlers rumgeheult hat. Es nicht passt, dass die Attisch-Leute kommen und zu den Schneidern sagen, entweder zahlt ihr oder ihr fährt zum Arbeitsamt mit uns und meldet euch arbeitslos. Das habe ich heute schon mit ein paar Artisch-Leuten geklärt, dass das so auch nicht geht, weil das auch genau Power-RP ist, wie die Situation. Achso, du warst das.
Ja, das habe ich heute Morgen mit denen angeklärt. Aber wo ist das Power-RP? Das habe ich gerade mit Rigo besprochen. Rigo hat gesagt, sie können, also man kann es machen, dass man sagt, ihr dürft nicht mehr arbeiten, solange wie Artisch da ist. Aber ich kann den nicht dazu zwingen, dass er sich arbeitslos meldet. Das ist doch in meinen Augen Power-RP. Ich kann ihn doch nicht dazu. Der hat ja die Entscheidungsfreiheit aber in der Hinsicht, weißt du? Der kann ja entweder zahlen, aber das heißt ja nicht, dass er unbedingt zum Arbeitsamt gehen muss und sich arbeitslos melden muss. Er hat doch, eine Wahl, weil der Artisch wollte ihn mitnehmen zum Arbeitsamt und hätte ihn dazu gezwungen, sich arbeitslos zu melden. Er hat das Artisch auch. Ja, gut, das ist ja scheißegal, das ist ja jetzt nicht das jetzige Thema hier. Genau. Deswegen stehen die jetzt eigentlich alle hier und wollen jetzt diskutieren. Ja, was ist denn die Entscheidung der RP-Polizei jetzt hier, die jetzt hier gerade ist? Ich sag also, dir nur von vornherein, die Leute können froh sein, die hier beteiligt sind, dass ich befangen bin und mich auch an mein eigenes Regelwerk halten muss und da drin steht, dass ich in der Situation befangen bin und nicht und keine Entscheidungsmacht habe. Ansonsten würden hier schon die ersten Köpfe rollen. Weil im Regelwerk drin steht, die PL ist vom Regelwerk ausgenommen. Ja, auch wenn das da drin steht, mache ich es trotzdem nicht. Genau. Anderes Thema, für mich ist das ein klarer Regelbruch wegen den Bündnissen. Ist einfach so. Die werden alle höchstwahrscheinlich jetzt erstmal eine Frackverwarnung bekommen. Wenn die das nochmal machen, werden wir mit anderen Konsequenzen. Ich will jetzt niemanden dafür bannen. Ich will der Fraktion an, weil ich sage, jeder der Fraktion ist verantwortlich. Genauso wie ich sage, auch die Schneider sind verantwortlich, weil